bist ein kleiner, großer Held, der sein Versprechen immer hält. Du fürchtest dich vor keiner Macht der Welt und hilfst den Armen oft mit Gut und Geld. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Er steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit erzählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Er steht uns bei, der hat mit der Gerechtigkeit ist es eine schwierige Sache. Als Robin noch klein war, sagte sein Vater einmal zu ihm, dass man besonders zu den Armen und Schwachen immer gut sein soll und ihnen helfen muss. Aber was machst du, wenn dir selber der Magen knurrt? Es ist nicht immer einfach, gut und gerecht zu sein. Aber trotzdem muss man sich in jeder Lebenslage darum bemühen. Lord Elwin, was werden wir nun tun? Was habt ihr vor? Wir haben eine Truppe Söldner ins Feld geschickt, aber der Erfolg ist gleich null. Wie viel von meinem Geld wollt ihr noch ausgeben, um diese Sträuche zur Strecke zu bringen? Nur noch ein paar Dukaten. Hört endlich auf, euch zu beschweren. Oh, ein paar Dukaten. Was denkt ihr euch eigentlich? Ich hatte lediglich vor, euch etwas Geld zu leihen, damit ich Marion unter meine Obhut bekomme. Und das nur unter der Bedingung, dass ihr so schnell wie möglich handelt. Das liegt mir mehr am Herzen, als ihr euch denken könnt. Für mich geht es dabei um meine Ehre, glaubt mir. Ich brauche eure Hilfe. Ihr seid ein geschickter Unterhändler. Es ist eine delikate Angelegenheit. Ihr übertreibt, es geht nur darum, ein paar Banditen zu beseitigen und ein Mädchen einzufangen. Das ist schwer genug. Und ich habe auch schon eine Idee. Dazu bedarf es keines großen Aufgebotes, sondern nur eines besonderen Umstandes. Habt ihr nicht einen loyalen Diener oder Ritter, der außergewöhnliche Fähigkeiten besitzt? Für ihn dürfte es doch ein leichtes sein, mit dieser Bande fertig zu werden. Ich nehme an, ihr meint Gilbert. Ihr wollt, dass ich das Mädchen entführe? Wer spricht denn von Entführung? Ihr müsst nur das Mädchen herbringen. Ihr Name ist Marion. Ihr werdet sie an dem goldenen Kreuz erkennen, das sie um den Hals trägt. Das werde ich nicht tun. Oh! So etwas gehört nicht zu den Aufgaben eines Ritters. Ihr seid für so eine Sache besser geeignet. Eure Hände sind schon schmutzig genug. Was? Was? Ihr wagt es? Ritter Gilbert, hört mir gut zu. Ich muss und will das Kreuz haben, das dieses Mädchen trägt. Ich kann nicht. Oh. Also, Gilbert. Ich kann nicht. Muss nicht ein edler Ritter seinem Herrn sein ganzes Leben lang treu dienen? Wem habt ihr ewige Treue geschworen? Euch, Lord Erwin. Euch. Und wer, Ritter Gilbert, hat euer Leben und das eurer Schwester gerettet? Ihr, Lord Erwin. Ihr. Dann, Ritter, der ihr mir ewige Treue geschworen habt, geht ans Werk. Wie ihr wünscht, Lord Elwin. Lauf! Will? Hallo, Marion. Weißt du, wo Robin hingegangen ist? Er wollte in Richtung Quelle gehen. Aha, danke. Will. Ja? Du bist sehr nett. Was ist denn? Sag schon, was ist los mit dir?
Weißt du was, Robin? Ich habe nachgedacht und beschlossen, zu Lord Elwins Schloss zu gehen. Aber Marianne, was wird denn dann aus deinem Kreuz? Was soll ich tun? Es ist verloren. Es ist für immer und ewig verloren. Robin, ich danke dir für alles. Und sag den anderen, dass ich euch nie vergessen werde. Warte doch! Bist du sicher, dass du das Richtige tust? Du brauchst keine Angst zu haben. Wir beschützen dich. Niemand kann seinem Schicksal entgehen. Dein Schicksal musst du in die eigene Hand nehmen. Du darfst den Wald nicht verlassen. Bitte bleib doch bei uns. Ich werde dich vor allen Gefahren und dem Lord beschützen. Hör mal, Robin. Kann ich denn nicht irgendetwas Nützliches für dich tun? Was denn? Weißt du, ich möchte das Gefühl haben, dass du mich brauchst. Dann... Ich glaube, es ist an der Zeit, die Federn an meinen Pfeilen auszuwechseln. Also, wenn du Lust hast. Ja, das mache ich gerne. Ich werde dir Federn suchen. Aber, Marianne... Dann hat es einen Sinn, für mich im Wald zu bleiben. Das wolltest du doch. Gut, dann sind wir uns also einig. Ach, ihr gemeinen Räuber, ich bin ein alter Mann. Ja. Was ist los? Was hat man euch getan? Lass mich in Ruhe, du Räuber. Ihr habt mir schon alles geraubt, was ich besessen habe. Ich bin kein Räuber, darauf gebe ich mein Ehrenwort. Aber wer hat es denn gewagt, euch zu überfallen? Alles ist weg. Alles haben sie mir weggenommen. Alles, sogar den hartgeschliffenen Spiegel meines lieben Neffen. Macht euch keine Sorgen. Ich bringe euch alles zurück, mein Herr. Wie? Diese Räuber muss man bekämpfen. Es ist eine Schande. Ich werde ihnen die Beute wieder abjagen. Warte hier auf mich, Marianne. Hey! Keine Sorge, ihr könnt ihm ruhig glauben. Wenn Robin ein Versprechen gibt, dann hält er es auch ein. Robin? Wenn er wieder zurückkommt, würden Sie ihm dann bitte ausrichten, dass ich Federn suchen gegangen bin? Er weiß dann schon Bescheid. Aber ja. Robin, ich gehe zu Lord Elwin und biete mich als Pfand für die Familie Lancaster an. Ich muss es einfach tun. Aber vorher sollst du eine kleine Belohnung erhalten, damit du siehst, wie dankbar ich dir bin. Hey, benimm dich, schrei nicht rum. Ich frage mich, wie es wohl Little John ergeht. Er hat bestimmt noch nie Gelegenheit gehabt, sich allein mit einem Mädchen zu unterhalten. Sag mal, kannst du mir sagen, was dein Anführer eigentlich von meiner Schwester genau will? Psst, sei bloß still, sonst hören sie uns noch. Könnte ich erfahren, was du von mir willst? Also dann, hör mir zu. Hier, das ist für dich. So, also hier, das ist dein Geschenk. Oh, es ist wunderschön. Dann häng es dir um den Hals. Du wirst toll damit aussehen. Das sieht ja aus wie das Kreuz, das Marianne verloren hat. Hey, was ist denn los mit dir? Gefällt es dir etwa nicht? Aber ja, ich bin entzückt. Es ist so schön. Dann leg es doch um, nimm es. Ich schenke es dir. Oh, das ist prächtig. Bravo. Steht es mir auch? Wunderschön, wunderschön. Du siehst damit wie eine Prinzessin aus, als sage ich wie eine Königin. Verschwinde. Katze. Hm? Er ist von allen guten Geistern verlassen. Hör mal, wollen wir nicht ein bisschen was spielen? Es ist so schrecklich langweilig. Aber gern. Was denn? Wir spielen Verstecken. Ja! Verstecken? Ach, keine Lust. Ich hab euch. Was denn? Keiner da? Wo sind sie nur? Na, wartet, ich werde euch finden. Seid ihr da? Ah! Hey, Kleiner, gehörst du auch zu der Bande? Ja, na und? Was geht dich das an? Was willst du denn von mir? Du sollst mir was erzählen. Ha! Daraus wird wohl nichts werden. Ah, das war nicht so gemeint. Kennst du ein Mädchen, das ein goldenes Kreuz um ihren Hals trägt? Ein goldenes Kreuz? Wo ist sie? Tja, ich weiß nicht. Sag die Wahrheit, wo ist sie? Ach ja, sie ist... Oh, wie die duften. Sind die für mich? Ja. Ich wollte dir nämlich... Was denn? Tja, Winifred... Hallo, Chef! So ein Mist, was wollen die bloß dauernd von mir?
Entschuldige bitte, ich bin gleich wieder zurück. Dringende Geschäfte. Bis gleich, meine Süße. Hast du mir nachspioniert? Du bist eine neugierige Göre. Ach, was baumelt denn da um deinen Hals herum, Winifred? Hä? Es sieht fast genauso aus wie das Kreuz, was Marilyn verloren hat. Findest du nicht auch? Es kann schon sein, dass es ihr Kreuz ist. Du, dann darfst du es auf keinen Fall behalten. Mach ich ja nicht. Ich gebe es ihr zurück, sobald ich sie sehe. John wollte mir eine Freude machen, da habe ich nichts von Marilyn gesagt. Du hast dich wohl ein bisschen in diesen John verliebt, Schwesterchen. Oh, das ist ja wirklich unerträglich. Ich kann ihn nicht ausstehen, klar? Ach nein, und warum bist du dann ganz rot geworden? Weil ich mich über dich ärgere, neugierige Gans. Oh, na warte! Autsch! Das war mein Kopf. Es tut mir leid. Oh nein! Winifred, komm zurück! Zum Kuckuck, wo sind diese Räuber denn nur? Matsch, du lieber Himmel, was ist denn mit dir passiert? Ich verstehe schon, Little John hat dich endlich mal bestraft. Ganz sicher hast du den alten Mann überfallen, stimmt's? Komm, gib mir den Spiegel wieder. Du wirst schon noch reden. Den Spiegel, sonst mache ich die Klappe wieder zu. Es ist was Furchtbares passiert, Robin. Winifred ist in Gefahr. Wir müssen ihr helfen, und zwar ganz schnell. Winifred ist... Barbara, wo ist deine große Schwester? Madge, du kümmerst dich um Barbara. Ich? Warte, Robin! Ach, er ist verschwunden. Hör auf zu weinen, ich werde dich beschützen. Was hast du denn damit vor? Möchtest du auch frei sein wie ein Vogel und in die Lüfte steigen? Wenn das nur möglich wäre, etwas Schöneres kann ich mir gar nicht vorstellen. Befindet ihr euch auf der Jagd, mein Herr? Ja, auf einer Jagd, die ich verabscheue. Beantworte mir eine Frage. Lebst du hier in diesem Wald? Nur vorübergehend. Ich fürchte, ich muss bald wieder zurück nach Haus. Wisst ihr, ich werde nämlich schon erwartet. Auf dem Schloss von Lord Elvin. Auf Lord Elvins Schloss? Oh nein. Hör mal, ich wüsste gerne deinen Namen. Marion Lancaster. Lord Elvin erwartet mich auf seinem Schloss. Zufall führt mir die Gesuchte direkt in die Arme. Ich habe das Erkennungszeichen meiner Familie verloren. Das goldene Kreuz der Lancasters. Aber eine Lancaster darf ihrem Schicksal nicht aus dem Weg gehen. Ich kann das nicht. Oh. Oh. Er will mich entführen! Welch sonderbare Blume, wie schön sie ist. Wie heißt ihr Ritter? Diese
dieses Mädchen ist gar nicht Marion Lancaster. Was soll ich nur machen? Ich habe geschworen, seinen Befehlen zu gehorchen, aber ich kann es nicht. Du musst, Gilbert. Du hast doch geschworen, also worauf wartest du? Gilbert! Robert Huntington. Ritter Gilbert, was hast du mit dem Mädchen vor? Bleib stehen! Du hast es so gewollt. Du Feigling, sich an einem Mädchen zu vergreifen! Das kannst du nicht verstehen. Ich muss meinen Auftrag erfüllen. Das verstehst du nicht. Ich habe einen Schwur geleistet. Und den muss ich jetzt erfüllen. Denkst du etwa, dass das, was du uns antust, eines Ritters würdig ist? Keiner von uns kann seinem Schicksal entgehen. Dem Schicksal? Vielleicht hat er recht. Vielleicht bin ich wirklich kein Ritter mehr. Ja, Gilbert, zieh dich doch einmal an. Ein Narr ist aus dir geworden. Du entführst das falsche Mädchen? Na, dann benimm dich auch wie ein Narr. Oh nein, ich hab Angst. Komm, jetzt hast du genug geweint. Hör mir mal zu. Robin kommt bestimmt gleich wieder zurück, Barbara. Hallo Leute, wo ist denn die schöne Winifred? Chef? Chef, hast du noch nichts davon gehört? Was denn gehört? Wovon? Hey, hör auf mit dem Gegreine. Es ist ganz furchtbar, Chef. Winifred ist entführt worden. Sie ist weg. Was, entführt? Oh, los, komm, wir müssen sie befreien. Robin ist schon längst unterwegs. Der kann das besser. Niemand kann das besser. Meine Winifred werde ich retten. Ich ganz allein. Natürlich, Little John, das bezweifle ich nicht. Da ist Robin. Robin! Was ist mit meiner Schwester geschehen? Bitte verzeiht mir. Ich hab's versucht. Ich hab versucht, sie zu retten. Hey, was ist? Verdammt! Was soll man mit dir anfangen? Bist du nun ein Mann oder nicht, du großer Held? Du bist eben zu nichts zu gebrauchen. Was hast du denn getan zum Teufel? Geschlafen? Hör auf, Little John. Er war bewusstlos, als ich ihn gefunden habe. Meine Schwester wird dafür bestraft, dass sie Marion das Kreuz nicht sofort zurückgegeben hat. John hat es ihr geschenkt. Was? John hat mein Kreuz gefunden? Deswegen hat der Ritter mich nach einem Mädchen mit einem Kreuz gefragt. Das kam mir gleich verdächtig vor. Davon hatte ich keine Ahnung. Meine Männer haben das schöne Stück, glaube ich, im Wald gefunden. Und ich wollte Winifred damit eine Freude machen. Ist doch erlaubt, oder? Little John! Was ist denn, Robin? Was willst du? Ach, verdammt, was fällt dir eigentlich ein? Little John, du hast neulich gesagt, dass nur der Starke im Sherwood Forest überleben kann, aufgrund irgendeines brutalen, natürlichen Gesetzes. Nun stell dir einmal vor, dass irgendwann eine Gruppe von Männern in den Sherwood Forest einfällt, die viel stärker ist, als ihr es seid. Was würdest du dann tun? Du müsstest den Wald verlassen oder dich ihnen beugen. Sie werden mit dir machen, was sie wollen. Du bist ihnen ausgeliefert. Gnade kannst du nicht erwarten. Der Stärkere ist immer im Recht, das hast du selbst gesagt. Erwarte kein Mitleid. Du hast einem alten, schwachen Mann einen Spiegel gestohlen. Denk daran, einmal wirst auch du der Schwächere sein. Winifred. Winifred trägt mein Kreuz. Man hat sie entführt, weil man sie für mich gehalten hat. Ich bringe nur Unglück. Oh, arme Winifred. Endlich gehört es mir, das Kreuz der Lancasters. Ich bin am Ziel meiner Wünsche angelangt. Mein Kompliment, Ritter Gilbert. Hallo, das ist also die kleine Marion. Du bist genauso hübsch, wie man mir erzählt hat. Aber du bist jünger, als ich gedacht habe.
Was ist denn? Willst du deinen Vorwurf nicht umarmen? Ich bin aber gar nicht Marian. Aber wer sollst du denn sonst sein? Ich heiße nicht Marian, sondern Winifred. Winifred heiße ich. Oh, was hat das zu bedeuten? Ihr habt mir gesagt, ich würde Marian an diesem Kreuz erkennen. Nun habt ihr das Kreuz. Sie trug es um den Hals. Meine Mission ist nun erfüllt. So was. Selbst wenn das Mädchen nicht Marian ist, das Kreuz ist jedenfalls echt. Gilbert weiß, worauf es ankommt. Robin, bitte vergib mir. Wenn ich sofort auf das Schloss gegangen wäre, hätte ich euch all diese Aufregung erspart. Es ist alles meine Schuld. Ich muss versuchen, Winifred zu retten. Das bin ich ihr schuldig. Oh, du unbekannter Ritter, der du mich verschont hast. Wenn du jetzt auch zu diesem schönen Mond aufblickst, dann gib mir etwas von deinem Edelmut und von deiner Kraft. Wer bin ich nur? Ein Ritter oder ein Narr? Oder habe ich vielleicht von beiden etwas? Wer weiß. Bin ich ein Ritter, der vorgibt, ein Narr zu sein? Oder bin ich ein Narr, der vorgibt, ein Ritter zu sein? Warum musste ich auf Marian treffen? Warum?